sich selbst treu zu bleiben, sich nicht verbiegen zu lassen. Ist du eine der großen Herausforderungen von uns Menschen, die in einer Gesellschaft leben, die einen ständig versucht zu verändern, zu verbiegen und zu Kompromissen zu zwingen. Die Vorbereitung für einen Kampf, die beinhaltet nicht nur, dass man quasi aggressive Musik hört und aufeinander einschlägt, wie es die Medien vielleicht so verkaufen wollen, sondern es gehört schon ein bisschen mehr dazu, dass man quasi jeden Tag, zweimal am Tag eigentlich trainiert. Hey, hey, hey. Man muss Intervallläufe machen, Sprints, Schwimmen. Man muss eine Standsportart beherrschen. Das heißt, dass man muss Boxen können, Thai-Boxen oder Kickboxen. Dann muss man ringen können, um einfach zu bestimmen, wo der Kampf abläuft. Weil ein guter Boxer ist nur so lange was wert, solange er auch den Kampf im Stand halten kann. Sobald er auf den Boden geworfen wird und mit dem Rücken auf der Matte liegt, dann bringen ihm seine harten Schläge auch nichts. Deswegen muss man einfach vielseitig trainieren. Judo ist zum Beispiel auch ein Sport, was einen da weiterbringen kann und dann halt eine der zahlreichen Bodenkampfsportarten wie Grappling, Jiu-Jitsu oder Lucha Libre. Mein letzter Kampf war im April bei Imperium FC in Leipzig. Die Vorbereitung auf meinen letzten Kampf lief eigentlich sehr gut. Wir waren viel unterwegs, sind gereist, haben andere Teams kennengelernt, mit ihnen Sparring gemacht, haben uns hart vorbereitet zusammen. Es war halt eine gute Sache für die ganze Einheit an sich, die ganze Mannschaft. Eine Sache noch, wenn jemand angenockt ist, ermahne ich den zweimal, dass er sich wehren soll. Danach breche ich ab. Ja, ich sage laut und deutlich, er soll sich wehren oder ich breche ab. Wehrt, ich breche ab, ist das Kommando. Okay? Ich erwarte nicht, dass wenn einer gemountet ist, dann mitboxt und unten. Ich sehe schon, ob sich jemand intelligent verteidigen kann oder nicht, aber ich möchte nicht, dass jemand sich eine Minute einigelt in der Bank und Schläge. Ja, ihr sollt euch intelligent verteidigen. Ja, am Anfang ist es so, dass es ein Kilometer ausgeholt wird.
Ja, mein letzter Kampf verlief für mich suboptimal. Ich möchte jetzt hier keine Ausreden anbringen, weil wenn andere Probleme hatten im Kampf, haben sie dann danach mit 3 gebrochenen Beinen gekämpft, hatten 40 Grad Fieber. Viele finden immer Ausreden, die ich einfach langweilig finde, weil es gibt einfach schlechte Zeiten. Niederlagen gehören zum Sport dazu. Glücklicherweise, dafür, dass es so schlecht lief, ist es irgendwie noch zum Unentschieden gekommen gegen meinen französischen Gegner. Aber nach der Hälfte der Zeit, muss man einfach sagen, war irgendwo bei mir die Luft raus. Die Muskeln haben zugemacht. Dieses Knie war zu tief. Ich denke, das haben wir alle gesehen. Für diese unabsichtliche Aktion bekommt der Kämpfer in der blauen Ecke jetzt eine Verwarnung.
Wir haben uns geboxt, gerungen, es ging am Boden hin und her. Es war am Ende, das muss man einfach sagen, ein ausgeglichener Kampf, weswegen der Unentschieden gerechtfertigt war. Einer von drei Punktrichtern wertete diesen Kampf für Christopher Henze. Die beiden anderen Punktrichter werteten dieses Duell unentschieden, damit ein mehrheitliches Unentschieden, a majority draw. Ich selbst kann halt nur sagen, da ich körperlich einfach in der Hälfte der Zeit nicht mehr das abrufen konnte, wozu ich vielleicht in der Lage wäre, hoffe einfach darauf, dass ich es im nächsten Kampf nochmal besser machen kann. Glücklicherweise ist mein nächster Kampf auch am 10.10. in Leipzig bei Imperium FC im Haus Auensee gegen denselben Gegner. Ich habe dort die Möglichkeit zu zeigen, dass ich es besser machen kann als beim ersten Mal, dass ich meinen Gegner schlagen kann, wovon ich überzeugt bin. Nichtsdestotrotz ist MMA ein Sport, wo quasi jede Situation den Kampf endgültig entscheiden kann. Es ist nicht so wie beim Fußball, wo man einen Fehlpass spielt oder ein Eigentor schießt und am Ende noch 90 Minuten oder zwei Halbzeiten hat, um das Ergebnis wieder gerade zu biegen. Wenn man im MMA einen Fehler macht und der Kampf entscheidend ist, dass man K.O. geht, abgewürgt wird oder der Arm gehebelt wird, dann ist der Kampf vorbei und dann hat man den Kampf verloren. Für mich und auch allgemein für alle anderen deutschen Kämpfer geht es größtenteils darum, nicht damit Geld zu verdienen, sondern einfach die Leidenschaft zu leben. Es gibt in Deutschland vielleicht 5 Kämpfer, die von dem Sport leben können und ihn hauptberuflich ausüben. Der Rest ist einfach auf Sponsoren angewiesen, die halt viel ermöglichen, wie es in meinem Fall East Rebel ist, die mich super unterstützen. Das größte Ziel ist für viele Kämpfer, irgendwann mal eines Tages in die UFC zu kommen, was quasi die Champions League im MMA ist. Ich stapel meine Ziele jetzt nicht so hoch. Für mich reicht es eigentlich, relativ erfolgreich zu kämpfen in meiner Heimat Leipzig oder in der Umgebung. Das gibt mir irgendwie viel mehr, in eine Halle zu kommen, wo man einfach 75% die Hand reicht und die Leute kennt. Ja, also ein Ziel ist es auch für mich. Es gibt im Endeffekt in MMA eine Rangliste in Deutschland, in der ich mich aktuell auf Platz 7 bewege. Das ist eine schöne Sache, auf jeden Fall auch ehrenhaft, aber auch ausbaufähig. Und deswegen will ich gegen die Leute kämpfen, die vor mir in der Rangliste stehen, um einfach herauszufinden, ob ich das Potenzial habe, diese Leute zu schlagen und die Rangliste nach oben zu klettern. Am schlimmsten wäre für mich, eines Tages aufzuhören und nicht zu wissen, wo man eigentlich steht.